Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer weiteren Folge Bed Wars, heute ohne Challenge, einfach nur ein bisschen rumgezogen. Aber ich habe mir schon mal für die nächste Folge etwas überlegt, und zwar in der nächsten Folge werden wir Folgendes tun. Wir werden in der nächsten Folge werden wir die Challenge machen, dass wir einmal sterben dürfen. Wenn wir einmal tot sind, sind wir quasi für immer tot, forever alone, forever tot. Das ist dann ein bisschen knifflig. Also in der nächsten Folge gibt es die Challenge. Jetzt gerade gibt es einfach nur mal eine ganz normale Folge, weil ich so ein bisschen aufnehmen muss, ein bisschen vorproduzieren fürs Wochenende. Ich bin ja alle zwei Wochen bin ich ja nie so wirklich am Stissel, sondern bin immer halt irgendwie weg und so. Gut, habe ich mit Fahnische gemacht. Geht auch klar, finde ich persönlich. Wollte ich einer schon rüber zu mir? Ja, ich versuche natürlich zu hotkeyen momentan so ein bisschen. Klappt, wie man sieht, nicht immer so gut, weil ich da ab und an noch ein paar Fehler mache, sondern immer dann die Shift-Taste mitgedrückt halte und so. Das ist dann ein bisschen buggy bei mir. Aber werde ich nochmal irgendwie versuchen hinzubekommen. Hier baue ich mich auch gerade nicht allzu geil rüber. Guck mal kurz, ob da alles safe ist. Boah, es gibt mal keiner zu mir am Anfang. Was ist das denn für eine geile Sache, Alter, ey? Ehrlich mal keiner, der zu mir irgendwie geht am Anfang. Bin ich ja richtig gut. Ich habe, da ist die Mitte, ne? Die ist schon belegt, die Mitte gerade. Persönlich gesehen. Trotzdem mal in die Mitte und will den mal irgendwie wegkloppen. Ist irgendwie ein Sneaken, der Typ, oder nicht? Da ist einer, guck mal hier. Öffne mal mit der Faust einfach mal runter. Er bleibt natürlich drauf stehen. Und er gewinnt einfach mal. Ah, GG. Gut. Ja, da habe ich, ich wollte mit der Faust irgendwie runterhalten, damit ich, keine Ahnung. Aber ich muss natürlich ein paar Blöcke mitnehmen. Sonst wird das nämlich nichts. Dann nehme ich mal kurz ein paar Blöcke wieder mit. Und ja. Mach mal eben so. Die zwei kann ich mal kurz, das kann ich mal kurz rauswerfen, damit ich da nicht irgendwie zu viel verbrauche. Aber der Typ ist natürlich jetzt in der Mitte gerade, deswegen können wir vielleicht sogar mal... Hat er noch Blöcke? Wahrscheinlich hat er noch Blöcke dabei, ne? Er ist schon wieder weg. Okay, dann hole ich mir die erste Fuhre. Gold einfach mal. Die ersten zwei Fuhren mehr oder weniger. Das Dumme ist, es ist so ein bisschen buggy hier, weil man hier nämlich auf dem Schnee nichts bauen kann. Zumindest war das zeitlang so. Keine Ahnung, ob es mittlerweile immer noch so ist. Aber es ist ein bisschen komisch, ein bisschen doof. So, ich würde sagen, wir machen uns auf jeden Fall einen Bogen. Machen uns mal diesen hier und so. Gehen wir hier oben hin und holen uns mal ein bisschen Eisen. Dann machen wir uns mal das Bett ein bisschen besser geschützt und so. Machen wir mal 1, 2, 3. Drei Zonen dahin und nehmen uns mal natürlich einen 7er Harnisch. Einmal und ein normales Schwert. Ja, also ich komme noch nicht ganz so gut klar, wie ihr vielleicht sehen solltet mit den ganzen Sachen. So, mal gucken, dass wir natürlich hier und hier ein Ding hin machen und dementsprechend auch nochmal hier vor eins setzen. Dann können wir hier die Sachen reinpacken. Eine Spitzhacke wäre ganz nice. Essen auf jeden Fall auch. Wir müssen halt dringend wieder in die Mitte. Ansonsten ja, kann es auch relativ schwierig werden für uns. Nehmen mal hier so ein paar Dinger mit und noch eine Spitzhacke natürlich. Ich mache mal ein paar Spitzhacken. Die können wir ja reinklabastern. Falls noch was sein sollte und so, dann haben wir immer was. Okay, ja, ein bisschen vorbereitet heute mal getroffen, muss ja auch mal sein. Nicht immer so YOLO DOLO POLO mäßig drauf, sondern wir holen uns mal den Typen hier, komm. Wir holen uns mal diesen hier jetzt. Bauen uns mal hier hoch. Dann denkt man gar nicht so wirklich an die Mitte. Ich bin ja eher so ein Mittendenker, ne? Also ein Mittendenker und so, aber ich möchte jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwie das Ganze... Da sind zwei gestorben gerade. So. Dass ich hier irgendwie rankomme ans Bett. Ist sogar gerade weg, der Typ. Mal kurz natürlich hier die Sachen nehmen. Bett ist zugebaut von ihm. Er kommt hier gerade auch irgendwie hin, will irgendwie hinkommen. Ich baue mal hier so ein bisschen hoch. Kann natürlich wunderbar Eis abbauen. Aber ich könnte natürlich töten den Typen hier. Einmal kurz, wunderbar, er ist down. Und natürlich gucken, dass wir hier irgendwie das Bett abgebaut bekommen in der schnellen Zeit, in der kurzen Zeit vor allem. So, jetzt können wir nicht hier reinlaufen. Hat er schon clever gemacht, der Typ auf jeden Fall. Hat er schon nicht schlecht gemacht. Müssen wir uns keiner zu uns läuft gerade in diesem Moment auch. Gut, er ist abgebaut. Wunderbar, jetzt kann ich von hinten ganz gerne hitten. Mach das mal sehr gerne, lieber Kollege. Werd es weg. Er will hier rangehen, schafft es aber nicht rechtzeitig. Ist er down, wunderbar, gut. Aber den ersten, können wir sofort mal weiter rüberlaufen zu dem hier. Unser Bett ist alles noch safe, ne? Ja, alles noch safe. Okay, muss mal kurz diesen Typen hier. Gucken, dass wir den irgendwie... down bekommen. Jetzt hat er schon relativ viel verloren. Da habe ich... Oh, lol. Da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut gerade. Ah, da auch nicht schlecht gemacht hier. Ich kann das nicht abbauen. Das ist richtig gut gemacht, tatsächlich.
Das ist richtig gut gemacht tatsächlich. Ich werde mal kurz gucken, dass ich den einbaue. Geht natürlich nicht. Klar. Ich muss ihn halt runterschubsen. Anders geht's sonst nicht. Gut, wunderbar. Jetzt mache ich mir mal kurz hier eine Zweierspitzhacke. Ja, ich bin natürlich gerade ein bisschen hier so nicht orientiert am Bett und so, sondern gucke einfach hier, dass ich gerade irgendwie klarkomme. Unterkicken erst einmal. Wunderbar. Und weiter abbauen. Ja, es kann schon noch ein bisschen dauern hier das Ganze. So, aber wir kommen voran. Wir kommen voran. Einmal kurz runterkicken den Typen wieder. Nach Möglichkeit. Vor allem auch mal essen. So. Also Bett steht immer noch. Na, wir haben natürlich... Alter, wie du keinen Knockback bekommst, ne? Alter! Alter Vater, ey! Bekomm halt Knockback! Bekomm halt Knockback! Meine Güte! So. Vielleicht jetzt nochmal eben ein Bett abbauen. Das dürfte, glaube ich, reichen. Ich glaube, es reicht. Es reicht. Wunderbar. Gut. So. Jetzt nochmal ganz kurz hier davon was holen. 1, 2, 3. Guck mal, sind wir sogar bunt gefärbt. Haben wir geile Scheiße. Keiner ist bei uns. Hoffentlich zumindest. Alles noch safe. Mitte müsste auch noch hoffentlich safe sein. Haben jetzt 2 Betten abgebaut. Also wir die Einzigen, die gerade die Betten abbauen irgendwie so, ne? Vielleicht bekommen wir auch sogar jedes Bett. Who knows? What could happen? Happen. Eisenschwert wäre natürlich auch noch ganz nice. Da kommt einer wieder in die Mitte gerade. Und ich falle einfach mal runter, weil ich so doof bin in meinem Leben. Oh je, das war richtig schlecht gerade von mir. Das war richtig schlecht von mir gerade gemacht. Das war, da wollte ich dann, ich wollte irgendwie eine Mischung zwischen rüberspringen, aber auch gleichzeitig schauen, dass ich den Typen irgendwie bekomme. Aber irgendwie nicht ganz so geil. Alles safe, ja, wunderbar. Gucken, dass ich hier das Schwert irgendwie noch bekomme und dann nochmal bessere Rüstung mache und so. Das Übliche halt. Blöcke hole. Also wie gesagt, bei mir ist immer so ein bisschen, wenn ich hier Dingens aufnehme. Guck mal, noch ein Bett kaputt. Ja, aber noch 4 Gold in der Tasche. Habe ich irgendwie voll vergessen, dass wir noch 4 Gold haben. So, und natürlich noch eine Spitzhacke, die können wir uns eben auch nochmal rausnehmen. Haben wir alles dabei? Dafür ist nicht in der Mitte gerade der Typ. Wird er wahrscheinlich aber sein, oder? So. Gut. Dann haben wir natürlich jetzt ein Problem auf jeden Fall. Erstmal genügend Gold, um mal wieder zurückzulaufen. Einmal vielleicht hier hoch. Dankeschön. Ich mache das nicht allzu clever gerade. Ich bin irgendwie nicht so im Flow gerade. Ah, wird schon irgendwie. Mal kurz eben Eisenschwert machen und Warp Powder ist auch ganz wichtig. Können wir auch nochmal eben holen. Und vor allem, was mir auch noch sehr, sehr lieb wäre. Natürlich, was darf nie fehlen bei mir, sind natürlich die Trap-Dinger. Machen wir lieber erstmal Traps, wahrscheinlich, so. Und machen wir jetzt, vielleicht machen ein Eisenschwert, ne, genau. Alter, ich drück die 1, aber es geht irgendwie nicht. Zum zweiten Mal jetzt irgendwie schon. So, lassen wir den Rest mal hier drin. Trap-Chest können wir kurz noch nehmen. Trap-Chest. What the fuck? Trap-Chest? Okay, ich meine natürlich die Dinger hier. So, orange, gelb, die haben alle noch ihr Bett. Also viele haben noch ihr Bett natürlich. Aber wer hat denn am meisten hatte dieser hier irgendwie? Dieser Typ hatte relativ viel Stuff. Will mal gucken, ob er irgendwie lebt. Ob er zu Hause ist gerade der Typ. Oder ob er on the way ist gerade. Er ist on the way und hat das Bett nicht zugebaut. Natürlich einfach für uns. Kurz zurück in die Mitte gehen. Irgendwie, schafft man das? Ja, ne? Müssen wir eigentlich schaffen. Wir sind gelb. Okay, wir sind gelb. Ich wollte nur mal kurz abchecken, was wir sind. Ist der irgendwie jetzt hier so meins, ne? Da ist der Orange, ne? Dessen Bett natürlich auch gerade weg ist. Alter. Ja, er müsste down sein. Er ist down. Er ist dann ganz down, ne? Perfekt, gut. Das war nämlich der gut ausgerüstet war. Noch ein Gold. Und wir sind relativ gut dabei. Wer lebt es noch? Wir leben. Schwarz lebt noch. Und Pink lebt noch. Da ist Schwarz. Und wo ist Pink? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Pink ist mir erstmal egal gerade. Komme ich da auch so rüber irgendwie? Da ist Pink. Okay, beide, die noch gar nicht wirklich gebaut haben irgendwie. Okay, ich drop mal hier runter. Halbes Leben weg. Soll mir egal sein. Sollten wir an sich schaffen. Ja, macht sich schon so ein bisschen abwehrbereit. Warte, der Typ. Der steht nämlich auch. Ja, komm. Gucken, dass wir den irgendwie
von der Seite her bekommen. Okay, es ist Eisenschwert gewesen und dann ist er down. Wunderbar. Da ist das Eisenschwert gewesen. What the fuck? Ja, natürlich hast du so eine Range. Natürlich, gönn dir in deinem Leben einfach mal. Ja, schreib haha, ist gut. Ja, dieses Knockback ist schon krass. Noob schreibt er zu mir. Okay. Ja, können wir natürlich nichts mit anfangen. So. Gehen wir wieder in die Mitte. Ohne Stuff ist natürlich doof. Ich mach mal folgendes. Mach mal kurz Nick. At all. Warum? Erst mal mache ich Nick natürlich. So, und jetzt mal at all. Guck mal, pass mal auf. Warum sagst du Noob zu mir? Fragezeichen. So. Gucken, was jetzt kommt, lieber Digga, kleiner pissgesichtes Arschlochkind, Mongo. Ne? Das können wir mal gucken. Das können wir mal gucken, ne? Junge, jetzt bist du nämlich leise, ne? Jetzt bist du nämlich leise, ne? Ja. War ja klar. War ja klar, dass er jetzt leise ist. War ja klar. War ja klar. Kann ihn jemand bannen bei Dubai? Ja, ne? Ja. Okay. Okay. Gekillt? Du hast mich runtergeschubst, Alter. Ja, du hast mich... Alter, der hat mich runtergeschubst. Das ist dann nichts... Das hat ein... Okay, egal. Ich höre einfach auf. Ah, nein. Manu. Ich komme echt nicht mehr klar gerade. Ich bin echt nicht so im Flow momentan. So. Mach mal so hier. Harnisch habe ich noch gar nicht an. Mach mal auch mal Harnisch. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. At all. Noob ist... Ist bannbar und bannbar und daher wirst du von mir gebannt. So. Okay, gut. So, dann würde ich sagen, holen wir uns mal eine der besten Spitzhacken. So, alles klar. Nochmal hier gucken, dass wir Dingens machen. So. Ja, nix, sorry. Kannst dich mal verpissen mit deinem Scheiß, sorry. Weißt du, finde ich scheiße, sowas zu schreiben. Weißt du, klar, er hat mich natürlich nackt runtergeworfen, ist ja auch, ich mach das nie wieder, mir doch egal. Du das wieder machst oder nicht. So, guck mal, ich kill dich sogar mit Equip. Ich kill dich sogar mit Equip, lieber Kollege. Lol, wie er hackt. Der Kopf. Lol. Ja, ich hab dich mit Equip, guck mal, hab dich sogar mit Equip gekillt. Oh Mann, ey. So, ist mir vollkommen egal. Ah, boah, wie ich wieder rüberfliege beinahe, ey. Da ist mir sowas von egal, weißt du, das ist einfach scheiße. Weißt du, klar, er schubst mich unter, ist schön und gut, kann er ja doch stolz sein. Guck mal hier, ne. Kannst du doch stolz sein, dass du mich untergibst? Da muss doch nicht Noob schreiben. Was, wo ist der Sinn daran? Wo ist der fucking Sinn daran, das zu schreiben, lieber Kollege? So. Gut. Eisenschwert wäre noch ganz gut vielleicht. Machen wir es mal eben kurz ein Eisenschwert. Ja, es könnte nicht diese Reue, weil sie zuerst Noob schreiben und dann irgendwie Reue zeigen. Das ist vollkommen Fehler am Platz. Einfach gar nicht schreiben. Das ist so, boah, kotzt mich einfach an, so Menschen einfach. Das ist einfach total schlimm. Weißt du, er kickt mich runter mit nichts, mit seiner Knockback-Faust halt eben. Ist ja schön und gut, aber deswegen Noob schreiben. Warum Noob? Warum ist das denn noobig? Das ist einfach Bad Wars. Wenn man eben eine bessere Range hat in diesem Moment oder halt eben jemanden runterkicken kann, dann ist es ja... Ich gebe dir keine Chance, nee. So. Okay. So, ich hole ihn jetzt tot und dann ist er tot. Hoffentlich zumindest. Mit dem 13er Bogen sollte es hoffentlich auch kein Problem sein. Jetzt nochmal hier wegzuholen, natürlich. So, jetzt hauen wir uns den mal wirklich hier runter. Alter, diese Range von dem, ne? Das ist schon ein bisschen zu krass gerade. Guck dir mal den Kopf an. Hackt der auch? Ne, komm jetzt. Kommt mir so ein bisschen strange vor gerade. Jetzt nochmal down hier endlich mal. Kommt mir auch so ein bisschen strange vor, als ob er hacken würde. So ein bisschen so halt. Ne, komm her. Nicht mit mir. Alter. Der kommt mir richtig strange vor. Kannst du vielleicht mal... Ich will, dass du runterfliegst. Er fliegt runter, wunderbar. Ne, der kommt mir echt strange vor, weil er irgendwie so eine ganz krasse Range hat. Komm, schnell. Alter. Gut, er ist tot. Ach. Der Pinke war schon. Der Pinke war gar nicht da. Ach, lel. Habe ich gar nicht gewusst, dass der Pinke gar nicht da war. Okay, gut. Haben wir die Runde gewonnen. Ich hätte, der Pinke wäre auch noch da.
Habe ich echt nicht bemerkt. Okay, gut. Dann haben wir die Runde gewonnen. Ja, sehr gerne. Könnt den Typen gerne reporten, wenn ihr darauf Bock habt. So, ich denke, das reicht ja als Beweis so irgendwie. Oder muss ich einen Chat reporten dafür? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt bloß nie Noob oder andere Sachen in den Chat. Ist einfach billig, wenn man sowas macht. Einfach immer GG schreiben, wenn überhaupt. Oder einfach stillschweigend seine Meinung denken. Das macht immer am meisten Sinn. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Da gibt's die Challenge. Auf Wiedersehen. Tschüss.